So, heute ein Ausflug hier an das Minsker Meer. Wir sind bei Extreme Windsurfing. Wunderschöne kleine Anlage. Da hinten ist auch irgendein Pavillon, der neu ist und den man mieten kann für Geburtstage, was weiß ich. Draußen fahren schon ein paar Laserboote. Und ja, hier kann man bestimmt gut Zeit verbringen. Wir werden jetzt gleich Stand-Up-Paddling erstmal ausprobieren. Und ja, surfen kann man hier auch, aber heute machen wir Stand-Up-Paddling. Wunderschöne Anlage. So. Also neben dem Windsurfing-Club ist hier noch ein kleiner Sporthafen. Hier lernen Kinder auch Windsurfen. Da stehen ein paar Motorboote und hier vorne ja kleinere Boote, hauptsächlich Laserboote, die aber zu irgendeinem Segelverein gehören. Könnte man noch mal nachfragen. Hier vorne liegen Optimisten für die Kinder, finde ich auch ganz gut. Und es gibt ein kleines Café hier an diesem Hafen. Also Orientierung ist extrem Windsurfing. Da findet man das bisschen Strand abwärts, also in diese Richtung ist dann dieses extrem Windsurfing. Und da ist auch ein ganz schöner Strand, wo man ja einen Tag mit Kindern verbringen kann. Und um es komplett zu machen, da hinten die weiße Linie, die hier, das ist die Staumauer, die den Fluss aufstaut, sodass überhaupt dieser See entstanden ist. Ja, für die Freunde des öffentlichen Nahverkehrs, man kommt zum Windsurfing auch relativ gut mit der Bahn. Das ist die Station Minskaje Mora, also Minsker Meer. Wir haben jetzt hin ein Taxi genommen, fahren wir mit der Bahn, kostet 1 Rubel und 5 Kopeken pro Person, durchaus erschwinglich. So sieht hier die Bahnstation aus, also hinten einmal über die Straße, da ist dann schon der Strand und das Windsurfing und der Hafen kann man ruhig machen.